Also das Problem bestand bei mir, dass im Bereich unter dem Mischer hier etwa sich immer eine Pfütze bildete. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte das sein? Ich habe auf die Dichtung getippt und wollte das Teil auseinanderbauen. Aber das war gar nicht so einfach, wie sich herausstellte. Zunächst habe ich mal versucht, das Ganze zu lösen. Ich habe hier als Werkzeug benutzt einen Torx T10. Und meine Mischbatterie, die hat genau zwei solche Stellen mit Schrauben T10. Einmal hier an dieser Seite. Wenn ich den aufdrehe, dann kann ich dieses Steigrohr abbauen. Und der zweite befindet sich auf der Unterseite gegenüber vom Hebel. Da müssen wir erstmal noch einen kleinen Stöpsel abbauen. Das machen wir gleich. Also ich habe den auf die Seite gedreht. Und da haben wir den Stöpsel. Jetzt haben wir hier unten ein Loch. In dieses Loch kann ich hineinfahren, kann die Schraube lösen. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann können wir dieses Teil abziehen. So, schon mal gut. Die nächste Sache ist, dass sich hier ein Ring befindet. Den kann man auch ausdrehen. So, und dann kann man mit einer gut gehenden Wasserpumpenzange vorsichtig dieses Teil herausdrehen. Da drin befindet sich die Kartusche, die für die Mischung zuständig ist. So, ich drehe jetzt mal vorsichtig dieses Teil raus. Jawohl. Und dann haben wir hier das eigentliche Ventil. Bei diesem Teil ist das so, dass ich auf der Rückseite dieses blaue, das sind die eigentlichen Dichtungen. Und dann sehen wir noch an der Seite diese zwei, wie Hörner, diese zwei Stöpsel. Die müssen an der Rückseite unten rechts und links in diese beiden Löcher rein. Also, ich habe das alles schön sauber gemacht, dann mit Silikon eingeschmutzt. Und jetzt bauen wir das Ganze, wie steht in meiner Anleitung drin, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Schön vorsichtig. Jetzt wollen wir erstmal sehen, bis die beiden Teile dort einrasten. Jetzt sind sie eingerastet. Jetzt können wir das wieder zudrehen. Dieses Teil bitte immer mit Gefühl, mit Pfui, Pfui. Ich mache das jetzt mit der Zange gleich noch fest. So. Dann kommt wieder dieser schöne Überwurf da drauf, dass das alles ein bisschen schick aussieht. So, hier haben wir den eigentlichen Mischerhebel. Der sollte jetzt eigentlich da dran passen. Jawohl, das tut er. Und den müssen wir jetzt wieder verschrauben. Teil ist nicht magnetisch, weil das ist aus dem Werkzeugset für Feinmechaniker. Gibt es bei einem Discounter oder im Baumarkt. So, jetzt sollte das Teil wieder fest sein. Jawohl. Und lässt sich auch wieder bewegen. Cool. So, den Stöpsel mache ich noch nicht drauf, weil ich möchte erst testen, ob das Ganze bei Wasserdruck auch dicht ist. Aber das machen wir morgen. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt habe ich etwas Wasser eingefüllt und wir schalten mal die Pumpe ein. Die pumpt auch schon eifrig. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe etwas Wasser aufgefüllt. Ich verwende mal hier so eine Schüssel, weil meine Frau, die hat das hier so richtig so schön sauber gemacht alles. Jetzt will ich nicht alles wieder vollmatschen. Also, hier ist jetzt alles trocken, alles tutti. Jetzt probieren wir erstmal kalt. Da geht. Pumpe läuft nach, klar.
ist jetzt noch jede Menge Luft in der Leitung, das ist klar. Und dann haben wir das Warmwasser. Und das läuft auch. Und die Mischfunktion. Na super. Und in dem Bereich ist jetzt absolut nichts mehr zu sehen von irgendwelchen Undichtheiten. Und da können wir also stolz sein drauf, dass wir das hingekriegt haben. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu bringen. Und zwar, ich habe das nochmal probiert mit diesen Imbusschlüsseln zu realisieren. Also, das kriegt man auch mit den Imbusschlüsseln hin. Das ist überhaupt kein Problem. Ugh, sowas hat man normalerweise auch daheim. Das ist jetzt ein, Moment, 2,5. Und der passt da auch genau rein. Also der lässt sich auch verwenden, um diesen Ventileinsatz zu reparieren. Ja, denke mal, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Also so ein Ventilwechsel oder Kartuschenwechsel im Wasserhahn im Wohnmobil ist eigentlich eine ganz einfache Sache, kriegt man leicht hin. Die Teile sind bei den einschlägigen Camping-Versandhäusern, Läden ohne weiteres zu bekommen. Messt das vorher genau aus, wie groß dieser Einsatz sein muss, welchen Durchmesser der hat, damit er da genau reinpasst. Und dann funktioniert das auch. Wenn euch das gefallen hat, dann ja, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch, da freue ich mich auch drüber. Und ich wünsche euch was. Gute Fahrt.